Hessen bekommt einen neuen Sexualkunde-Lehrplan. Ein Plan, der nicht nur auf Freunde trifft. Einige sind dagegen, die evangelische Kirche stützt den Lehrplan. Zu den Befürwortern gehören Miriam und Fabian Vogt aus Oberursel, Eltern von zwei Kindern, 12 und 13 Jahre alt. Der Lehrplan? Zeitgemäß für eine Schulklasse von heute, sagen sie. Wenn da 30 Kinder zusammen sind, dann kann man davon ausgehen, dass wahrscheinlich ein Kind oder mehr dabei sind, die später feststellen werden, dass sie homosexuell sind. Dann wünsche ich mir sehr, dass in dieser Klasse dieses Kind mit allen Dingen erstmal akzeptiert ist. Also sollte es im Sexualkundeunterricht auch benannt werden. Spätestens wenn in der Klasse ein Kind ist, was beide Geschlechtsmerkmale hat, und dann geht es ja beim Sportunterricht, wird ja interessant und so, ne? Also dann muss es auf jeden Fall das Thema auf den Tisch. Dann hoffe ich, dass das in der Klasse erlebt, weit über Toleranz hinausgeht, nämlich wirklich Akzeptanz. Dass dieses Kind dann wirklich weiterhin in dieser Klasse genauso fröhlich und freundschaftlich mit allen zusammen sein kann wie vorher. Das wäre ja schlimm, wenn nicht. Also ich kann auch nachvollziehen, dass Eltern Angst haben. Aber ich glaube zum Beispiel so eine Angst, mein Kind könne möglicherweise eine andere Orientierung überhaupt erst entdecken, wenn es mich zum Thema beschäftigt, oder könnte schwul werden und über Schwul dann redet. Das ist, glaube ich, Unsinn. Entweder sie sind's oder sie sind's nicht. Sabine und Martin Mandalka aus Bad Homburg, Eltern von zwei Kindern, 5 und 7 Jahre alt. Sie können sich nicht mit dem neuen Lehrplan anfreunden. Sie gehen auf die Straße zur Demo für alle in Wiesbaden. Also ich möchte eben nicht, dass meine Kinder denken, dass es verschiedene sexuelle Identitäten gibt, sondern ich möchte ihnen beibringen, dass sie als Mann und Frau geschaffen wurden, als Jung und Mädchen, und sie in dieser Identität eben stärken. Und der Mensch ist darauf angelegt, auf diese Beziehung von Mann und Frau. Das darf nicht gelehrt werden, da sind viele Dinge, gerade die. Wir sind als Mann und als Frau gemacht, und es gibt kein Bazar, wo wir sagen können, ach, ich finde es irgendwie nicht mehr gut, jetzt will ich mal was anderes sein sozusagen und suche mir irgendeine andere Form von sexueller Identität aus. Mag sein, es gibt Leute, die das als Lebenskonzept haben. Ich toleriere diese Leute, keine Frage. Aber ich sag mal, der gesellschaftliche Regelfall, und das ist eben Ehe und Familie. Und darin, in dieser Identität, will ich meine Kinder bestärken. Ja? Und ich will sie nicht verwirren. Ja? Und wir haben sehr stark den Eindruck, dass die Thematisierung dieser Dinge, die in diesem Lehrplan drin stehen, mehr zur Verwirrung beitragen als zur Bestärkung der Identität. Natürlich kann eine alleinerziehende Mutter ein Vorbild sein für das Kind, das ist überhaupt gar keine Frage. Und ich kenne auch solche Eltern, alleinerziehend, die gute Vorbilder sind für ihr Kind. Aber hier geht es ja um eine generelle gesellschaftliche Entwicklung. Da steht ja immer dahinter, dass eine vorherige Beziehung auch gescheitert ist. Also ich kann darüber sprechen mit den Kindern, dass es sowas gibt, was da die Probleme sind, wie sich die Kinder dabei fühlen, wenn sie das aus der eigenen Situation kennen. Aber ich möchte es nicht so dargestellt wissen, dass man hier einfach die Wahlmöglichkeit hat. Denn das ist auch kein verantwortungsvoller Umgang mit Beziehungen, mit Liebe, mit Sexualität. Insofern ist für mich die Ehe auf jeden Fall das Vorbild. Die evangelische Kirche in Hessen und Nassau befürwortet den neuen Sexualkunde-Lehrplan in Hessen. Er soll so die Diskriminierung von Menschen überwinden. Nach unserer Ansicht ist Sexualität eine gute Gabe Gottes. Und dazu gehört auch, Menschen in unterschiedlicher sexueller Orientierung zu achten und zu respektieren. Dass Homosexualität eine Frage der Veranlagung eines Menschen ist, die zum Ebenbild sein Gottes dazugehört und deshalb die gleiche Achtung und den gleichen Respekt verdient wie andere Lebensformen. Deswegen stehen wir hinter dem Lehrplan. Jeder Mensch ist auf irgendeine Weise anders. Der eine hat eine dicke Brille, der andere ist völlig unsportlich, der dritte hat eine Legasthenie. Und wir müssen davon ausgehen, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der wir die Kunst des auch anders sein, auszuhalten und miteinander umzugehen, immer wieder neu lernen müssen. Eigentlich wünsche ich mir eine Gesellschaft, in der die Frage nach der sexuellen Identität als entscheidendes Merkmal nicht so bedeutend ist.